Mainz am letzten Spieltag der Oberliga-Saison 2023-2024 in einem, ich würde sagen, ziemlich wilden Spiel unterliegt der FAR erst dem SV Gonsenheim 4-5. Zu meiner Rechten, wie immer, unser Trainer Sascha Watzlawick und zu meiner Linken der Gästetrainer Anouar Dau, dem ich auch hier das erste Wort zum Spiel gebe. Ja, vielen Dank. Hallo in die Runde. Ja, was soll man zu so einem Spiel sagen? Also wir haben, glaube ich, den gleichen Gedanken gehabt zum Sommerkick war das. Ich glaube, für die Zuschauer schon sehenswert. Durften viele Tore bejubeln, durften sich auch über viele Gegentore ärgern. Das ging uns, glaube ich, als Trainer genauso. Da brauchst du sowas nicht. Aber gut, muss man auch ein bisschen einordnen können. Für uns ging es jetzt auch nicht mehr um so viel. Für Engers genauso wenig. Von daher war, glaube ich, so Mitte der zweiten Halbzeit auch gerade bei uns ein bisschen die Luft raus. Wollte keiner so richtig noch in die Zweikämpfe, wollte sich keiner mehr verletzen. Ich finde es irgendwo schade, weil wir uns schon auch vorgenommen haben, 90 Minuten zu brummen, um uns gut vorzubereiten auf das Spiel nächste Woche. Mittwoch gegen Türkische Friedberg, was für uns sehr, sehr wichtig ist. Ja, wir spielen zum ersten Mal die Aufstiegsspiele, können nächstes Jahr Regionalliga spielen und haben uns das vorgenommen, heute wirklich ein gutes Gesicht zu zeigen. Ich glaube, teilweise ist uns das gelungen, teilweise leider nicht. Kannst nicht mit 4 Gegentoren zufrieden sein, aber insgesamt, wenn man jetzt die gesamte Saison sich anschaut, haben wir schon eine tolle Runde gespielt, bin mächtig stolz auf die Leistung der Mannschaft, sind auch bis ins Pokalfinale gekommen, haben jetzt auch leider verloren, aber trotzdem, glaube ich, machen wir insgesamt einen richtig, richtig guten Job. Das muss man einordnen können, wir sind ein relativ kleiner Verein, wir haben nicht die größten Mittel, wir haben viele Vereine um uns herum, die besser finanziell aufgestellt sind und trotzdem sind wir in allen Wettbewerben bis zum Ende gut dabei und ich glaube, das ist aller wert. Engers hatte, glaube ich, am Anfang der Saison, auch Mitte der Saison, viele Probleme mit Verletzten. Musste immer wieder umstellen, das hat man gemerkt, im letzten Jahr war Engers immer oben dabei, hat einen guten Job gemacht. Ich glaube, auch dieses Jahr unter diesen Umständen hat Engers einen guten Job gemacht. Ich weiß, dass Sascha sehr akribisch, sehr konzentriert und mit viel Leidenschaft diesen Job macht. Und ich wünsche euch für die kommende Saison alles Gute, Verletzungsfreiheit und vielleicht sehen wir uns wieder, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Alles Gute, ciao. Ja, erstmal nochmal vielen, vielen Dank für die netten Worte. Kann ich nur zurückgeben, sehe ich genauso, was der SV Gonsenheim dieses Jahr gespielt hat. Ist wirklich aller Ehren wert, auch im Pokalfinale zu sein, wirklich jetzt auch dieses Spiel gezogen zu haben in der Relegation. Ich wünsche euch da auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg und würde mich freuen, wenn ihr das schaffen würdet. Bin absolut bei ihm. Also nach dem Paré hatten wir auch schon darüber gesprochen. Ich denke, das war ein Spiel für die Zuschauer, genau wie er gesagt hat, wo viele Tore zu bejubeln waren, viele, wo man sich freuen würde, aber auch viele, mit denen man sich ärgern kann. Ich glaube, heute machen wir leider wieder so ein bisschen, dass wir uns die ganze Saison verfolgen, unsere Chancenverwertung haben wir nicht so perfekt gemacht, aber ich lasse es heute einfach so sein, wie es ist. Es ging heute eigentlich nur noch so ein bisschen um den Tabellenplatz. Ich möchte den Bestmöglichen, wollte ich noch ziehen, aber ist auch in Ordnung. Ich glaube, die Jungs haben jetzt über diese insgesamt 41, 42 Pflichtspiele in dieser Saison, glaube ich, das Beste daraus gemacht. Wir haben die Klasse sehr früh gehalten, wir waren nicht einmal unterm Strich und trotzdem sind wir die komplette Rückrunde mit 13 Feldspielern angegangen nach dem Verletzungspech, was wir hatten. Das ist aller Ehren wert. Da haben andere Mannschaften viel mehr noch investiert und gemacht und getan, um die Klasse zu halten und haben immer noch ein Stück vor der Brust. Insofern ist das einfach gut und wir lassen es auch heute so sein. Auch die Jungs, die uns heute verlassen, wollte ich mich auch nochmal bedanken. Wir haben einen Riesenjob gemacht über die Jahre hier und habe auch gesagt, ich habe mich alle top verhalten, dass immer wieder bei mir Vorhängers hier zurückkommen können, also hier sich auch hier oben mal sehen lassen können, dass wir uns freuen würden. Und bedanke mich auch bei den Zuschauern, bei allen hier, die die ganze Saison geholfen haben. Das ist auch nicht selbstverständlich. So viele, die das hier mit Herzblut machen, Freiwillige, die hier Woche für Woche sind. Ich wünsche mir einfach mal, dass wir noch mehr Zuschauer andrangen hätten, weil für das, was wir hier auch investieren, weil wir sind ähnlich, wir sind ja hier auch in einem Becken, wo viele
Vereine um uns herum sind, die vielleicht auch eine Großstadt hinter sich haben, während wir ein Stadtteil von Madrid sind. Und was wir die letzten Jahre auch hier geleistet haben, sehe ich genauso, ist aller Ehren wert. Ich wünschte mir einfach nur, dass noch viel mehr Resonanz käme von den Zuschauern. Und ansonsten bedanke ich mich bei allen und wünsche euch eine gute Pause. Und nächstes Jahr greifen wir wieder an. Dankeschön. Gibt's Fragen? Ja. Zuerst mal an den Sascha, wie sieht es jetzt aus? Ist heute dann Schluss? Und wann sieht die Mannschaft sich wieder? Und gibt es vielleicht noch irgendwelche personellen Änderungen? Und natürlich hätte ich gefragt, wie sieht jetzt euer Plan aus bis zum Entscheidungsspiel? Ja, und wie siehst du die Chancen jetzt, in ihre Lage aufzusteigen? Ja, wie sieht jetzt der Plan aus? Morgen machen wir frei, Regeneration, dann haben wir 2 Tage Training, dann haben wir Sonntag frei und Montag, Dienstag Training und Mittwoch das wichtige Spiel. Ja, es ist so, dass wir, also ich habe das Gefühl, dass es eine 50-50 Situation ist. Also beide Mannschaften, Türkische Friedberg ist glaube ich auf Augenhöhe, das wird ein ganz enges Spiel, spielstark, technisch versiert, viel Erfahrung, abgezockte Spieler in der Mannschaft. Wenn es dann Groß-Asbach werden sollte, auf der anderen Seite ist auch eine Qualitätsmannschaft mit sehr viel Erfahrung und Tradition, hat in den letzten Jahren auch viel höher gespielt. Also wir rechnen uns tatsächlich gute Chancen ein. Am Ende des Tages wird es auf Kleinigkeiten ankommen. Wir müssen gucken, dass wir unsere Performance auf den Platz bringen, müssen bei uns bleiben. Und dann sehe ich uns auf jeden Fall mit guten Möglichkeiten. Ja, Ludwig, erstmal für uns ist heute Schluss, auf jeden Fall. Ich bin froh über jeden Tag, den wir jetzt noch als Pause haben. Wie schon gesagt, mit dem kleinen Kader sind auch die Jungs, die jetzt bleiben, dass wir eine gute Regenerationsphase haben, auch für uns einfach für den Kopf, dass wir die jetzt in Anführungsstrichen 4 Wochen, bei uns geht es am 26. erst weiter, also in Anführungsstrichen. Wir spielen ja, glaube ich, wieder für die Oberliga, die geht ja wieder am 1. August-Wochenende. In der Zeit, wie schon gesagt, machen wir jetzt erstmal Pause. Die Jungs kriegen 1-2 Wochen vorher schon einen Laufplan von uns, sodass wir dann am 26. direkt einsteigen können, ohne dass wir dann noch groß in den Grundlagenbereich gehen. Personelle Änderungen wirst du mitbekommen. Wir sind noch ein bisschen am Gucken. Ja, wie gesagt, wir sind noch nicht an der Ende. Nichts Neues jetzt, außer die Idee meldet hat oder hat sich noch was? Bis jetzt hat sich, glaube ich, nichts verändert. Ja, und ansonsten so sieht es jetzt bei uns aus. Noch weitere Fragen? Junge, wann nochmal? Eine Frage an den Bronfenheim-Trainer. Gehen wir jetzt noch alle Fall aus, dass der Bronfenheim gegen Groß-Asbach spielen muss? Wie gehen Sie an das Spiel ran? Ich meine, Groß-Asbach hat ja eine große Tradition, aber eine riesige Fanbase. Ich würde mich mal interessieren, wie Sie an das Spiel rangehen. Sind Sie aufgeregt? Das war so mit die verlierteste Frage, die ich jemals bekommen habe. Vom Pressevertreter, super Frage. Tatsächlich ist es so, dass wir Groß-Asbach noch nicht bis ins letzte den Tag analysiert haben, weil sie noch nicht fest Zweiter sind. Das kann sich noch ändern. Und Türkische Friedberg ist der unmittelbare nächste Gegner. Deswegen kann ich da ein bisschen mehr zu sagen. Aber es wird auch darauf ankommen, dass wir den Gegner analysieren, seine Stärken kennen. Ja, versuchen die aus dem Spiel zu nehmen, seine Schwächen versuchen auszunutzen, das ist immer das Gleiche. Aber wichtig ist, dass wir bei uns bleiben. Ja, weil wir haben auch gewisse Stärken, jeder hat gewisse Stärken, jeder hat seine Stärken und die wollen wir auf den Platz bekommen. Okay? Ja. Cool, dann vielen Dank. Ich habe gestern normalerweise bin ich noch immer schön, dass wir das in dem nächsten Jahr hier fahren. Natürlich. Und ja, bis nächstes Mal.